Wisst ihr noch, was ihr vor einem Jahr getan habt? Schwer, oder? Wir bei der GfBV haben vor einem Jahr die sogenannte Ukraine-Russland-Chronik eingeführt. Wir wollten damit eine Möglichkeit geben, dass man schnell an Nachrichten kommt und irgendwie auch einen Überblick findet über doch die manchmal sehr komplexe Situation auf der Krim, in Russland und in der Ukraine. Seit einem Jahr haben wir die und insgesamt sind es jetzt 342 Nachrichten. Wenn man das alles ausschneidet und wieder in ein Word-Dokument zurückführt, sind es 119 Seiten Papier. Das ist jede Menge Papier und jede Menge Nachrichten über die Menschenrechtslage vor Ort. 342 Nachrichten und sie zeigen ein trauriges Bild. Die Krimtataren und unter anderem besonders die, die sich für ihre Rechte einsetzen, werden verfolgt und schikaniert, pro-ukrainische Aktivisten ins Gefängnis gesteckt. Religionsfreiheit wird massiv eingeschränkt. Es gibt Hausdurchsuchungen bei Imamen, Moscheen werden kontrolliert, aber auch katholische Nonnen. Sie bekommen Einreiseverbot. Und das alles zeigt eigentlich nur eins, dass auf der Krim die Situation sich im letzten Jahr massiv verschlechtert hat. Und trotzdem sind die 342 Nachrichten unserer Chronik nur ein kleiner Ausschnitt der gesamten Situation. Denn ein systematisches Monitoring fehlt bis heute. Es gibt keine internationalen Organisationen, die vor Ort sind und das Ganze detailgenau aufführen können. Was wir machen, ist weitermachen. Wir wünschen uns, dass wir im nächsten Jahr eine bessere Bilanz ziehen könnten, dass Gefangene freigelassen werden, die Krimtataren ihre Rechte auf Religion und Sprache bekommen haben, dass sie Religionsfreiheit, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, das alles wieder zählt auf der Krim. Aber diese naive Hoffnung, die ist momentan ohne jegliche Grundlage. Umso wichtiger ist es, weiterzumachen, zu zeigen, dass das Thema Krim immer noch wichtig ist und dass es nicht von der Agenda verschwindet. Und am Ende, wie fast immer, kommt noch das Wichtigste. Wir danken den mutigen Kollegen und Kolleginnen von Krim SOS, von der Feldmission Menschenrechte Krim, der Kharkiv Human Rights Protection Group, krimtatarischen Bürgerrechtlern, Bloggern und Journalisten. Wir danken ihnen allen, dass sie vor Ort sind, dass sie arbeiten, dass sie uns ihre Nachrichten zur Verfügung stellen, damit wir sie verbreiten können. Und dass sie da alle daran glauben, dass die Krim irgendwann wieder Menschenrechte haben wird.